Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal RedMC. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Und Leute, wir müssen über eine ganz bestimmte Sache reden. Was ist Nintendo Alamo? Wo ist die Nintendo Switch 2? Und damit starten wir rein in das Video von Nintendo. Und zwar hat Nintendo eine Uhr rausgebracht. Das ist Nintendo SoundClock Alamo. Genau. Ein interaktiver und außergewöhnlicher Wecker. Und da denke ich mir nur so, Digi. Euer Ernst, Nintendo? Als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, nee, what the hell? Wie viel verlangen die für sowas? Und was kann das? Das werden wir jetzt im Video rausfinden. Aber ich finde das schon mal richtig weird und blöd. Und da hätte ich lieber was zu Switch 2 gehört. Wie es ist, mit Alamo aufzuwachen. Jetzt will ich sehen, wie man damit aufwacht, Alter. Unfassbar. Digga, mach doch einfach Smartphone-Wecker an, das reicht doch. Bei manchen Handys kannst du sogar eigenen Ton einstellen. Oh, hörst du das? Digi. Das ist der Wecker. Das ist doch kein Wecker. Bro, Digi. Wie sollst du denn dazu wach werden? Digga, dazu penne ich ein. Dazu werde ich nicht wach. Unfassbar. Aber Alamo spielt nicht einfach nur Musik zum Start in den Tag. Okay, was denn noch? Genau. Was? Warte, warte. Wenn es doch nur einfach mal gut wäre. Aber das ist ja höllisch trashy, diese Münz-Sounds. What the hell? Alamo reagiert mit Klängen aus Videospielen auf deine Bewegungen. Was? Es reagiert auf deine Bewegungen? Nö. Wie hier mit dem Geräusch klingender Münzen aus Super Mario Odyssey. Oh, das ist nicht Nintendos Ernst, Alter. Unfassbar. Oder hier. Vor allem, das sieht voll trashy aus. Das ist irgendwie so, die haben das einfach im Video drüber gemacht, über die Uhrzeit. Wird das denn auch so in der richtigen Clock auch so sein? Das ist doch voll trashy. Mit dem Geräusch von Tintenklecksern aus Splatoon 3. Digga, dazu wollte ich schon immer mal aufgeweckt werden. Ey, jetzt mal ohne Scheiß, das ist doch nicht Nintendos Ernst, oder? Einfach mit diesen Schießgeräuschen von Splatoon. Und dann ist eine Bombe explodiert, wenn du mal aus dem Bett gekommen bist. Digga, du wirst ja komplett getrackt gefühlt. Oder wie funktioniert das denn bitte? Mit Klängen aus The Legend of Zelda. Okay. Of the Wild. Die Musik vereint sich mit Klangeffekten, die durch deine Bewegungen aktiviert werden. Aha. So hast du das Gefühl, du würdest in der Spielwelt selbst aufwachen. Ach so, ja okay, also musst du dich quasi... Also wenn du quasi einen Sound hörst und dich dann so irgendwie bewegst, dann werden die Sounds so, dass die dich mehr wecken durch intensivere Klänge? Oder wie kann man sich das vorstellen? Hä? Also du bewegst dich und dann, ja und dann wenn du irgendwann aufgeweckt bist, dann ist dann irgendwie so, dann hast du irgendwas erreicht oder was? Und wenn einfach du so ein Pfeifgeräusch. Nee, das ist doch nicht dein Ernst. Aus dem Bett steigst? Nee, das will ich nicht hören. Nicht Jump Up Superstar. Digga, das muss doch für komplette Nerds sein, Alter. Also ohne Spaß, also ich bin ja ein Nintendo-Kanal, klar? Das ist klar. Und ihr seid ja auch, viele Leute feiern auch Nintendo, haben mich wegen Nintendo abonniert. Aber Digga, kauft ihr euch das? Würdet ihr euch das zulegen? Findet ihr sowas geil? Jetzt mal ganz im Ernst. Oh, eine Siegesmelodie spielt und der Wecker geht aus. Quasi, wow, du hast es geschafft aufzustehen. Nee, das glaube ich jetzt nicht, Alter. Das glaube ich nicht, Leute. Alamo erkennt deine Bewegungen mittels eines Sensors. Aha, ja, okay. Also je mehr du dich bewegst, desto mehr Sounds kommen da raus, um dich zu wecken. Und reagiert mit Geräuschen auf deine Aktionen. Digga, das ist doch voll nervig. Sobald du aus der Alter, ihr müsst doch einfach nur einmal, wenn ihr ein iPhone habt, macht einfach den Wecker da und der macht euch genug wach und ihr seid direkt wach danach. Digga, ihr kennt diese... Kennt ihr. Wird Alamo automatisch beendet. Das ist doch voll komisch einfach nur. Oder wie ich das so? Übrigens. Ich find's null geil gerade. Ich will wissen, wie viel so ein Teil kostet, Alter. Voll unnötig. Je länger du brauchst, um aufzustehen. Nochmal, was ist das? Was der passiert da? Der Weckruf intensiviert sich, je länger du brauchst, um aufzustehen. Wird's lauter, wenn man nicht. Boah, da würde ich ja richtig Aggression kriegen, ne? Ich persönlich, ich brauche ziemlich lange zum wach werden, aber einmal Wecker klingelt, gut, man macht den aus und dann wird man so langsam wach und ich brauche dann nicht noch irgendwie einen weiteren Wecker. Aus 5 verschiedenen Spielen wecken lassen. Darunter. Super Mario Odyssey. Nur 5 Spiele, das ist doch lächerlich, oder? Na gut, wenn es jetzt so 20 Euro kostet, dann ist ja okay. Digga, ich sag, dass so ein Ding kann nicht mehr als 20 Euro kosten. Jetzt mal ohne Spaß. Wenn die jetzt dafür 50 verlangen oder so, 10 bis 20 Euro. Und das sind doch keine Sounds, wozu man wach werden kann. Digga, du hast irgendwas, was dich wirklich wach rüttelt. Splatoon Digga, 3. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass diese Reaktion so ausartet. Aber das ist doch kompletter Trash. Jetzt mal ohne Spaß. Ring Fit Adventure.
Ring Fit Adventure. Aber lustig, wie diese Männchen sich da bewegen. In der Uhr. Und The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Breath of the Wild sogar. Nicht mal TOTK. Okay, das ist lustig. Ist da gerade Zelda gewesen mit öffne deine Augen, Link? Wach auf, Link. Okay, ja gut, das ist lustig. Jedes Spiel bietet 7 Weckruf-Variationen, sogenannte Szenen. Okay. Weckruf-Option. Man drückt da einfach, man navigiert alles über dieses obere Ding da. Das ist actually lustig. Verschiedene Melodien und Klänge. Aha, okay. Verschiedene Szenen, die in Videospielen passiert sind. Verbinde dich mit dem Internet, um weitere Weckrufe als kostenlose Updates zu erhalten. Von Mario Kart. Und Animal Crossing, ey. Sobald sie verfügbar sind. Alamo bietet neben der Weckerfunktion noch viele weitere Funktionen, die dich in deinem Alltag unterstützen. Schlummerklänge, die abgespielt werden, wenn du ins Bett gehst und dir beim Einschlafen helfen. Aha, okay, das ist echt schon interessant. Aber da muss die Qualität ja auch irgendwie mal gut sein, ne, von den Sounds. Weil du wirst doch nicht so eine trashing Soundqualität irgendwie einschlafen. Wisst ihr, was ich meine? Oder auch aufgeweckt werden. Eine Statistik, die Informationen zu deinem Schlaf und deinen Bewegungen festhält. Okay, das wusste ich nicht. Okay, Bewegungsstatistik, das ist echt schon nice. Aber du kannst das auch alles anderweitig mit so einer Watch kannst du das tracken oder mit sonstigen Sachen. Weiß ich jetzt nicht. Und der Stundenton, bei dem verschiedene Nintendo-Charaktere die volle Stunde anzeigen. Also immer, ich sag mal, wenn es jetzt 18 Uhr ist oder so und dann 19 Uhr, jede Stunde wird einfach geballert oder was in Splatoon, sag ich mal. Das ist doch nicht deren Ernst. Das ist doch voll nervig. Spielerisch in den Tag. Nee. Nintendo Soundclock Alarmo. Warte. Nintendo Soundclock Alarmo wird zunächst bis Mitte Januar 25 als zeitlich begrenztes Angebot für Nintendo Switch Online-Mitglieder zum Kauf erhältlich sein. Also wirklich nur für die Leute, die Nintendo Switch Online haben. Und wie viel kostet das? Sag doch mal den Preis. Leute, wenn ihr den Preis wisst, schreibt es bitte in die Kommentare. Das ist doch unfassbar. Und das sollte es von meiner Reaction gewesen sein. Unfassbar. Also ich finde das richtig weird. Ich bin nicht positiv überrascht von sowas. Was haltet ihr davon? Ich bin richtig, richtig auf eure Meinung gespannt. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um hier nichts mehr zu verpassen. Teilt das Video auch sehr gerne. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und auf Wiedersehen. Danke an alle Member und klick auf dieses Baba-Video hier. Du wirst es nicht bereuen.